Beispiel Heimtextilienproduzenten wie die Weberei Schwob in Burgdorf. Hier rattern Webmaschinen, die aus importierten Baumwollfasern Bettwäsche oder Tischtücher fertigen. Diese Produkte verteuern sich als Reaktion auf den erhöhten Rohstoffpreis. Bei den einfachen Gebrauchsartikeln, wo wenig Wertschöpfung drinsteckt, bis 5-35%. Bei der Eigenproduktion haben wir bislang noch profitieren von so längerfristigen Kontrakten mit unseren Garnlieferanten. Das haben wir bis jetzt noch nicht erhöht, aber wir stehen jetzt kurz vor dem Entscheid, dass wir 3-6% erhöhen müssen.